Folgende Legende wird aus der mittelalterlichen Nachtzeit übermittelt. In der Stadt Metz erhob sich gegen die Juden die Beschuldigung, sie hätten eine Hostie gestohlen und gemartert bis zum Bluten. Und sie wurden insgesamt aufgefordert, die Täter auszuliefern. Widrigenfalls das erzürnte Volk Rache nehmen würde an der ganzen Gemeinde. Diese trauerte nun in Sack und Asche, jeden Augenblick des mörderischen Überfalls gewärtig, als plötzlich zwei wildfremde Männer, die sich als Glaubensgenossen aus fernen Landen ausgaben, unter den Trauernden erschienen, sich die Ursache der allgemeinen Not erzählen ließen und bescheidentlich erboten, ihr eigenes Leben zu opfern für das Heil der Gemeinde. Mit Unerschrockenheit überlieferten sie sich den Henkern als Urheber des vermeintlichen Frevels und starben unter großen Qualen, ohne ihren Namen genannt zu haben. Die meisten Juden, dumm wie sie sind, glauben nun, es seien Engel gewesen. Nein, es waren Menschen mit einem wahrhaft menschlichen Herzen in der Brust. Und es sind nicht die letzten gewesen, die solchermaßen inkognito geblutet als Opfer des Pöbelwahns. Die Sonne ist ein sehr schöner Stern. Auch der Mond glänzt in vorzüglicher Pracht. Insgleichen hat man Diamanten und Perlen von großem Werte, aber herrlicher als Sonne und Mond, als alle Edelsteine und Perlen Hindustans, ist das Herz eines Menschen.